Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Elex. Ja, man sieht es bereits, wir sind nicht mehr da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Da der Typ gestorben ist und das den Lauf der Geschichte verändern soll. Deswegen habe ich einen älteren Spielstand dann geladen, bin hierher geladen und habe die Überlegung getroffen, dass wir vielleicht doch erstmal stärker werden müssen, denn die hatten dort ja alle Totenkopf-Symbole. Lass dir nicht einfallen, hier was zu klauen, klar? Boah, so, hier irgendwo muss einer sein. Und das, wir kümmern uns jetzt erstmal hier um die Sachen hier. So, ach, du bist das noch. Bring mir etwas bei. Wie du willst. Gut, hier geht nichts. Wegen der Raritäten. Ja? Ich besorge dir das Schwert. Das wollte ich hören. Pass aber auf, dass dich niemand erwischt. Wenn doch, legen sie dir sicher Daumenschrauben an und gerben dir das Fell. Also schnell rein und wieder raus. Keine Spielchen, verstanden? Ich mach das schon. Gut. Ich kratz derweil deine Belohnung zusammen. Wonach bist du sonst noch auf der Suche? Du kennst doch sicher Jora, den Werker beim Schlund. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er bald wieder jemanden losschickt, Elex-haltiges Zeug zu sammeln. Und ich denke, er hat schon genug von dem Zeug. Ich hingegen? Schon verstanden. Du willst, dass ich dir das Zeug bringe. Genau. Sprich mit ihm, wenn du die Einzelheiten wissen willst. Was interessiert dich sonst noch? Dir ist mit Sicherheit schon der Mana-Schrein aufgefallen, oder? Dieses Riesending hier in der Mitte von Goliath. Ja, das ist schwer zu übersehen. Dort irgendwo treibt sich Kaldrim herum. Er überwacht die Ein- und Ausgänge von Elex zum Schrein. Wenn du es allerdings schaffst, an ein paar von diesen Elex-Paketen zu kommen, ich würde dir einen stattlichen Preis dafür zahlen. Ich hätte an welches rankommen können. Das klingt nicht gut. Es ist jetzt allerdings in anderen Händen. Ach, verdammt. Wäre auch zu schön gewesen. Naja, da kann man da wohl nichts machen. Hast du noch etwas auf der Liste? Nein, ich denke, das war vorerst alles. Wenn mir noch etwas einfällt, lasse ich es dich wissen. Ende. Mir gefällt das nicht, was das für Ausmaße annimmt. Dich hatten wir auch schon. Für dich sollen wir ja woanders hin. Dann gucken wir mal am besten oben. Bei mir riecht das gerade irgendwie nach Klebstoff. Ich weiß aber nicht warum. So, hier muss jemand sein. Ach, die Dame ist das noch. Ach so. Die hat ja auch noch eine Quest, die wir beenden müssen. Oh Gott. Da ist Orange. Das heißt doch bestimmt, da können wir was abgeben. Wir müssen um einiges stärker noch werden. Vielleicht soll ich die nächsten Punkte mal volle Kanne auf Stärke ballern. Hier ist jemand irgendwo unten wahrscheinlich. Kommt man hier rein? Jo, kommt man. Hey, Big Boss. Was meine Unterstützung angeht, wie mache ich mich? Bond sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Außerdem bist du ihm bei der Ernte zur Hand gegangen. Gute Arbeit. Wie ich hörte, hast du einen verbotenen Handel mit einem Outlaw aufgedeckt. Respekt. Bei den Werkern am Schlund hast du wohl jemandem keinen Gefallen getan. Zumindest höre ich nicht nur Gutes von dort. Eine große Hilfe scheinst du bei der Geschichte mit dem verschwundenen Elex ja nicht gerade gewesen zu sein. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Gut. Was meine Unterstützung angeht. Jemand will dir dein Schwert stehlen.
Unmöglich. Wer auch immer die Hand an meine Waffen legt, dessen Kopf rollt. Und falls du vom Schwert unseres Ahnenvaters Erik Eisenfaust redest, das ist sicher verwahrt. Bist du dir sicher? Natürlich. Ich habe mich selbst darum gekümmert. Nicht einmal die Outlaws wären so dumm, es zu versuchen. Gibt es sonst noch etwas, das ich für dich tun kann? Dir ist es richtig ernst, was? Da ich dir meine Aufgaben nicht übertragen kann, wirst du dich anderweitig nützlich machen. Die Setzer liegen mir ständig mit irgendeinem Kram in den Ohren. Das muss aufhören. Geh und such Irdor auf. Hör dir an, was er will und kümmere dich darum. Es gibt schließlich immer was zu tun und er bildet da sicher keine Ausnahme. Okay. Ich glaube, die Frage müssen wir nicht stellen. Lass den Unfug. Ach, halt's Maul. Irdor. Gut, ist er dran. Ich darf hier nicht mal meine Armtechnik benutzen. Finde ich ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Irgendwie habe ich ein dumpfes Gefühl. War ja klar. Wäre zu einfach. Also auch nicht. Oh Gott. Ah, hier, das waren noch die Heilwurzeln. Das sind die Erledigten. Hm. Hä? Ah, jetzt. Jetzt bin ich ja wieder bei den Gefertigen. Das kommt ja in seinem Besitz als Alex, Helix Nachschub. Tja, was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas müssen wir machen. Hier ist noch einer orange. Das ist doch Ragnar eigentlich. Ja. Was meine Unterstützung angeht. Wo hält sich Irdor auf? Südlich von hier, unterhalb Goliaths, wirst du ein Weltenherz finden. Es dauert zwar eine Weile, bis du dort bist, aber so liegen die Dinge nun einmal. Wenn er nicht gerade Futter für die Biester geworden ist, solltest du dich dort nach ihm umsehen. Nun denn, dann wollen wir mal. Was bleibt mir denn auch anderes übrig? So, den nehmen wir noch. Die Genossen gefallen mir nicht. Ich muss doch echt mal ein paar Missionen machen, um... Lauf! Lauf, Junge! Lauf! Ach, der kann erst rennen, wenn das Ding wieder aufgeladen ist, oder was? Oh Gott, das ist fies. Warum eigentlich? Das ergibt nicht mal Sinn. Laufen wir jetzt dem Richtigen hinterher? Hoffe ich mal.
Activate. Plus Delta wurde aktiviert. Das ist ein Weltenherz. Aber war das nicht giftig? Hey, du bist doch hoffentlich nicht hier, um dich am Weltenherz zu vergreifen. Oder wurdest du abgeurteilt, mit mir den Dienst zu verrichten? Nervös? Dein erster Eindruck war halt, naja, wir kriegen hier selten Besuch. Und wenn, dann sind es entweder Viecher oder Schlimmeres. Das Weltenherz in dieser Gegend untersteht also deinem Schutz. Das will ich meinen. Früher hätte ich es einfach verdorren lassen. Aber mittlerweile liegt mir viel daran, dass es wächst und gedeiht. Das Leben als Setzer des Hammerclans hat wohl seine Spuren hinterlassen. Erzähl mir mehr über die Setzer. Wir führen ein einfaches und bescheidenes Leben. Ruhm und Ehre, danach trachten nur die wenigsten von uns. Die Aufzucht der Setzlinge ist unsere Hauptaufgabe. Manche aber, so wie ich, kümmern sich um ein Weltenherz. Das ist im Grunde auch schon alles. Was für ein erbärmliches Leben. Glaub mir, so wie du habe ich früher auch darüber gedacht. Da hätte ich ohne mit der Wimper zu zucken jeden als bescheuert abgestempelt, der sich für diese Arbeit meldet. Und so richtig aufgegangen bin ich erst, als man mich hierher strafversetzt hat. Strafversetzt? Und dann machst du das gerne? Ja. Weißt du, wenn du jeden Tag denkst, dass alles eine Selbstverständlichkeit ist, merkst du nicht, was andere für Opfer bringen. Was die meisten als Strafe empfinden, sehe ich als Chance. Das Weltenherz und ich sind unzertrennbar geworden. Mein Clan kann mit Stolz auf meine Arbeit blicken. Wie steht es um die Sicherheit des Weltenherzes? Von den Alps geht für den Moment keine Bedrohung aus. Auch wenn das sicher nicht auf alle zutrifft, meiden die meisten von ihnen diesen Ort. Scheinbar bekommt ihnen die Macht unserer Herzen nicht. Wäre gut, wenn die Viecher das genauso sehen würden. Aber klagen kann ich eigentlich nicht. Dann kann ich Ragnar sagen, dass er mich umsonst geschickt hat. Du kommst von Ragnar? Ach, wenn das so ist. Wenn du dich wirklich nützlich machen willst, dann gibt es was zu tun. Es ist auch ganz einfach. Zwar nicht so spannend wie eine Unholdjagd, aber Arbeit ist Arbeit. Wir kriegen hier seit einiger Zeit nämlich nichts mehr zu beißen. Und nur mit gutem Willen stehen wir die Arbeit am Weltenherz nicht durch. Woher bekommt ihr eure Ration? Für gewöhnlich direkt aus Goliath. Manchmal bringen auch ein paar Jäger was vorbei. Aber darauf kannst du dich nicht verlassen. Warum sind die Lieferungen in Stocken gekommen? Seit unsere Leute die Setzlinge in die Welt hinaustragen, um neue Weltenherzen heranzuzüchten, wird der Proviant neu verteilt. Wir bilden da leider das Ende der Nahrungskette. Ich besorg dir was zu essen. Wirklich? Da könnte einiges an Laufarbeit auf dich zukommen. Du müsstest zurück nach Goliath und Sinda überreden, dir etwas mitzugeben. Sie ist verantwortlich für die Waren-Ein- und Ausgänge. Nur überwacht sie alles wie ein Rudel Raptoren ihre Jungen. Kein Problem. Ja, das sagst du jetzt. Aber versuch erst einmal, sie zu überzeugen. Sie ist so stur, an ihr würde sich sogar der Pilger die Zähne ausbeißen. Du könntest natürlich auch einfach etwas Setzerbrot sammeln. Das Zeug wächst überall. 4 Dutzend sollten reichen. 4 Dutzend? Ja, die Arbeit macht hungrig. Aber weißt du was? Machen wir eine runde Summe daraus. Bring mir einfach 50 Stück. Dann kannst du dir den Weg nach Goliath sparen. Was weiß ein Setzer wie du schon darüber, was einem Alp bekommt und was nicht? Mag sein. Aber ich weiß, dass sie das reine Elex in ihren Konvertern sammeln. Das ist der Ursprung ihrer Kräfte. So wie das Mana, die umgekehrte Form des Elex, die Quelle unserer Magie ist. Das Mana, das unsere Setzlinge durchströmt, ist mit Sicherheit nicht sehr gesund für die Alps. So viel ist schon mal klar. Welchen Sinn hat es, hier ein Weltenherz anzupflanzen? Du verstehst nicht viel von Pflanzen, habe ich recht? Nicht wirklich. Dann erkläre ich es dir. Es kann ja nicht schaden. Also,
Aus einem Setzling erwächst nicht unbedingt ein Weltenherz. Ehrlich gesagt ist das nur bei den wenigsten der Fall. Aber nur Weltenherzen können die Erde wieder fruchtbar machen. Je mehr Setzlinge wir also züchten, umso höher ist die Chance auf ein Exemplar, das zum Weltenherz taugt. Und so ein Exemplar siehst du hier vor dir. Ihm haben wir zu verdanken, dass die Gegend wieder blüht und gedeiht. Verstanden. So schwer war es ja auch nicht. Freudiges Vieh! Also ich soll ihn jetzt entweder die Pilze bringen oder nach Goliath laufen. Jetzt schwierig, weil die ganze Zeit auf Pilzsuche wollte ich jetzt auch nicht unbedingt gehen. Was mit dem anderen Besteck? Nimm das bloß nicht mit. Oh, hier geht's noch runter. Ah, das könnte interessant werden. Oder es geht hier nicht runter. Kerzen, die hier immer brennen. Ich weiß nicht, Pilzsuche oder nicht, aber ich würde das echt ungern machen, damit, weil das ja wahrscheinlich nur wieder Stunden dauert. Das sind immerhin 50 Pilze. Wir finden die auch nur immer so nebenbei mal. Auch immer irgendeine, selbst wenn die ein bisschen beschädigt ist, ist sie doch immer noch brauchbar. Dam dam bam 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 ram bam. Ah, wir probieren es einfach mal, erstmal in die Stadt zu gehen und auf dem Weg, vielleicht finden wir ja schon mal ein paar Pilze oder so. Ich weiß, dass das nicht drin ist. Lebenssaft. Also Blut. Ich hatte schon mal so ein Vieh lange verfolgt. Siehst du, da ist es doch schon. Ernsthaft? Alter, das Ding ist radioaktiv verseucht. Und da war's zu Ende. Boah, was ist denn das für ein Spiel, Alter? Das ist so erbarmungslos. Ja, natürlich fortsetzen. Alter, ist das erbarmungslos. Mhm.
Können wir das benutzen? Wie benutzen wir das? Müssen wir einfach nur draufstehen und dann die Karte benutzen. Ach toll, ich habe mit dem ja noch gar nicht gesprochen. Ich muss echt öfters mal zwischenspeichern oder so. Hey, du bist doch... Kann man das irgendwie überspringen? Ja. Strafe. Du kommst, wenn es... Ja. Aber... Und so... So, damit hätten wir das schon mal wieder. Jetzt rennen wir einfach nur durch. Obwohl das doch Teleporter sind. Warum funktioniert das nicht? Ich habe am Anfang wieder nicht aufgepasst, wie man einen Teleporter benutzt. Ah, so. Man muss sie also draufstellen und dann werden die auf der Karte angezeigt. Aha. So läuft das also. Was meine Unterstützung angeht. Ja, okay. Dann muss ich wohl jetzt erstmal das Essen besorgen. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Da stehen nun mal meine Sachen drin, ne? 10 von 50 habe ich gerade. Das Setzerbrot jetzt ernsthaft finden. Was ist, kann ich das vielleicht irgendwo kaufen? War hier nicht irgendwo ein Händler? Zeig mir deine Ware. Verstanden. Aber er ist Waffenhändler. Ist also irgendwie ein bisschen schwierig. Gegenstände. Okay, ist schwierig mit dem, mit solchen Sachen zu handeln. Verdammte Technik. Dann könnten wir... Ich kann, glaube ich, auch so direkt dahin reisen. Ich muss gar nicht auf den Dingern stehen. Scheiße. Na, was soll's? Cinder. Ach, okay, gelb ist jetzt das, wo ich noch kaufen könnte. Ah, okay. Ja, mein Gott, ich muss halt mich noch ein bisschen reinfinden in das Spiel. Ist halt nicht so einfach. Ihr habt ja gesehen, was wie schnell man hier stirbt. Oh, das war klar. Ach, jetzt kannst du rennen, Kollege. Jetzt geht das, oder was? So, nehmen Apfel. Scheint kaum zu gehören. Schimmeliges Brot. Scheinbar auch niemanden. Abgeschlossen, nicht zum Verzehr geeignet. Was soll's. Was auch immer ich gerade gemacht habe.
Hallo. Das Licht muss erstmal. Wenn du hier bist, um mich von der Arbeit abzuhalten, kannst du gleich wieder gehen. Okay. Jeder will etwas und ich soll es liefern. Aber darauf, wie ich das bewerkstelligen soll, weiß keiner eine Antwort. Um den Kampf gegen diese emotionslosen Alps zu gewinnen, braucht es mehr als eine Axt. Aber ein bisschen Kopfrechnen ist schon zu viel verlangt. Sollen sie mit ihren Zaubersprüchen doch das Zeug ran schaffen? Ich kann es jedenfalls nicht. Beruhig dich erst einmal. Ach, tu doch nicht so, als hättest du Mitleid. Typen wie dich interessiert doch nur unsere Magie und nicht die Probleme der einfachen Leute. Aber was bringt mir die Zauberei, wenn ich Hunger habe? Ich lasse mich jedenfalls nicht davon blenden. Auch wenn uns die Magie vor den Gefahren da draußen schützt, ersetzt sie keinen vollen Magen. Irdor braucht Proviant. Was du nicht sagst, er ist ja nicht der Erste. Aber daraus wird nichts. Das, was ich habe, ist nicht für ihn bestimmt. Er muss sehen, wie er klarkommt. Soll er doch seine Setzer jagen schicken. Ich hatte nicht vor, mit leeren Händen zurückzukehren. Zaubern wie die Herren Warlords kann ich noch nicht. Also schlag dir das aus dem Kopf. Wenn du ihm nicht helfen willst, wird er sterben. Jetzt übertreib mal nicht. Er ist ein Mann, der zwei gesunde Hände hat. Da wird er wohl was zu essen auftreiben können. Wenn du willst, kannst du natürlich auch einen Blick hinter meine Hütte werfen. Vor kurzem musste ich eine Ladung Brot entsorgen. Ich würde darauf zwar nicht rumkauen wollen, aber... naja, für die Setzer reicht es allemal. Sollen sie halt nicht so wählerisch sein. Das habe ich mir schon genommen. Du hast? Sag mal, wühlst du immer bei fremden Leuten die Abfälle durch? Nein. Du bist mir vielleicht einer. Naja, du hast dann ja, was du wolltest. Was kann ich bei dir kaufen? Ach, alles Mögliche. Aber meistens liefert man mir leider nicht das, was ich in Auftrag gegeben habe. Das Zeug kannst du von mir aus haben, solange du zahlst. Merke dir meine Worte. Diese Stadt braucht mehr Planung, sonst wirtschaften wir uns noch selbst zugrunde. Ich brauche eine bessere Rüstung. Da kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Rüstungen gibt es nur bei unserem Rüstschmied. Allerdings nur für diejenigen, die sich uns angeschlossen haben. Die meisten wollen natürlich gleich den Panzer eines Erzberserkers tragen, aber der kostet. Ich meine damit nicht unbedingt Elexit. Man muss auch einiges für die Gemeinschaft getan haben. Das heißt? Wenn du dich uns anschließt, wirst du dich vom Setzer an hocharbeiten müssen. Ich würde es begrüßen. Schließlich ist Arbeit auf mehreren Händen besser verteilt als auf wenigen. Steckst du in Schwierigkeiten? Das kannst du laut sagen. Der Eisenclan hat mir regelmäßige Lieferungen aus dem verbotenen Tal versprochen. Und? Wo bleiben meine Lieferungen? Gar nichts bekomme ich. Faules Pack! Wird Zeit, dass Meister Thorald von seiner Pilgerreise wieder zurückkommt. Warum erzähle ich dir das überhaupt? Kann ich helfen? Ja, vielleicht kannst du das tatsächlich. Angrims Männer sind ein unfähiger Haufen gesetzesversessener Idioten. Ich war schon 100 Mal bei Angrim und habe gefragt, wo mein Nachschub bleibt. Alles, was ich höre, ist, sie sind noch unterwegs. Die sind schon verdammt lange noch unterwegs. Langsam glaube ich ihm das nicht mehr. Könntest du nicht mal mit Angrim reden? Vielleicht erzählt er dir ja mehr als mir. Ich rede mal mit Angrim. Damit würdest du mir einen großen Gefallen erweisen. Frag ihn, wo meine Essenslieferungen aus dem Tal bleiben. Auch wenn die Jäger und Fischer dort nicht meine einzigen Quellen für Nachschub sind, kann ich nicht auf sie verzichten. Bring mir etwas bei. Natürlich. Okay, bringt mir alles noch nichts. Ach, die raucht. Klang gerade so. Eigentlich ist die Stadt hier sogar richtig schön. So, ich muss dann los. Hä, warte mal, blau? Ach, das ist wieder der Typ hier, ne? Mit welchen Gegenständen handelst du? Alles Mögliche.
Besondere Gegenstände behalte ich allerdings selber. Warum? Sagen wir der Einfachheit halber. Ich bin Sammler. Meine Auswahl ist allerdings begrenzt. Schließlich sind wir in Goliath. Solange die Regeln unserer verstaubten Ahnen gelten, darf ich nicht über die Stränge schlagen. Für uns Händler sind die so nützlich wie ein Furunkel am Arsch. Aber aus Angst vor dem Fortschritt wird sich daran wohl so schnell nichts ändern. Vielleicht können wir das Ich kaufen. Will handeln. Sicher doch. Was haben wir denn? Die Keule haben wir noch nicht benutzt. Also könnten wir das verkaufen. So, das Beil können wir noch nicht benutzen, also verkaufen. Das können wir eigentlich auch noch nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das was Besonderes ist. Das tragen wir gerade alles. Ich weiß noch nicht, was das ist. Ich habe eigentlich so viel Essen. Ich könnte ihm sogar was geben. Hätte ich überhaupt kein Problem eigentlich mit, ehrlich gesagt. So. Ach ne, das. Ich habe jetzt alles. Lass mal das erstmal. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir was machen. Nahrungsnachschub geht gerade nicht. Oder was? Gut, das müssen wir jetzt erstmal klären. Wir müssen also mehrere Quests machen, um eine Quest dann zu Also falls wir es richtig machen müssen, können wir nicht einfach eine die ganze Zeit verfolgen. Denn das könnte manchmal nach hinten losgehen. Also müssen wir manchmal sogar mehrere hintereinander machen. Das ist eigentlich echt interessant. Die Frage ist jetzt, wo soll ich hin? Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Ah ja, Maul. Cinder. Angrim. So. Muss mal zu Gelb. Bin ich vielleicht sogar gelevelt und hab's mal wieder nicht gecheckt? Nee. Ich mache ja auch kaum was. Ich versuche hier irgendwie die ganze Zeit zu überleben eigentlich. Und das, selbst das kriege ich nicht hin. Oh, da lag Setzerbrot. Ja, ich würde die gerne im echten Leben probieren. Weil Pilze sich so reinzuknallen, ist ja eine Geschichte. Die schmecken alle nicht so ganz. Essbar, klar, aber ob die jetzt auch so schmecken, ist natürlich eine andere Frage. Cinder schickt mich. Cinder? Geht es um die Nahrungslieferungen aus dem Wald? Ja, sie sagt, es wird nicht mehr geliefert und lässt fragen, was da los ist. Hat Jora denn nichts gesagt? Verdammt nochmal, den werde ich mir wohl mal zur Brust nehmen müssen. Was hat Jora damit zu tun? Ich habe Jora damit beauftragt, zu Cinder zu gehen und ihr alles zu erklären. Anscheinend hat er sich nicht an meine Anweisungen gehalten. Wie dem auch sei, um Jora kann ich mich später kümmern. Es werden keine Lieferungen mehr kommen. Meine Leute sind im Wald gestorben. Sie wurden von einem Unhold überrascht. Von einem Unhold? Ja. Bis auf die Knochen hat er sie abgenagt und nichts übrig gelassen. Ich werde nicht noch mehr meiner Männer in den Tod schicken. Cinder wird neue Leute finden müssen, die für sie die Drecksarbeit erledigen. Der Eisenclan wird sich nicht nochmal in Gefahr begeben für ein bisschen Fisch und Fleisch. Sag ihr das. Das ist aber nicht gut, Leute. Ihr braucht ja auch Lebensmittel. Gut, aber so erreiche ich wahrscheinlich sowieso nichts. Also müssen wir mit ihr reden und vielleicht können wir da sagen, wir kümmern uns darum. Dass wahrscheinlich auch unsere Brot wieder uns eingeht. So. Das klären wir jetzt nochmal mit ihr. Wenn nur die Hälfte davon stimmt.
Ich habe mit Angrim gesprochen. Und? Wann bekomme ich endlich wieder meine Lieferungen? Gar nicht. Deine Lieferanten sind tot. Tot? Das darf doch nicht wahr sein. Wie soll ich meiner Arbeit nachgehen, wenn auf niemanden mehr Verlass ist? Ich könnte für dich gehen. Du? Ich weiß nicht. Es ist ja nicht nur eine Lieferung, die ich brauche. Du wirst mir schon jeden Tag mindestens 5 Lieferungen bringen müssen. Nein, nein, das ist nicht die Lösung. Es gibt nur eine Möglichkeit. Einer der anderen Clans wird mir helfen müssen. Bitte geh für mich zu den Nebelkrähen und zum Hammerclan und frag nach, ob sie mich unterstützen können. Am besten wendest du dich an ihre Anführer, Ragnar und Cormac. Okay. Das werde ich machen, aber natürlich erst in der nächsten Folge. Tut mir leid, dass es hier so ein bisschen durcheinander war, aber was soll ich machen? Ich bin da auch nicht. Ich bin ja auch neu in dem Spiel, ne? Wie alle eigentlich ab heute. Also, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.